So, heute am 25. Dezember gibt es endlich dein Qigong Weihnachtsgeschenk. Und zwar ist was ganz Schreckliches. Und zwar Leberentspannungstage schenke ich dir. Und zwar hier auf YouTube. Das wird ich will jetzt nicht diesen blöden Begriff nennen, Detox-Kur, sondern einfach mal von Leberentspannung sprechen. Weil aus meiner Sicht ist so eine Leberentgiftung, wenn man die macht, das ist ja wirklich mit das Beste gegen Fettleber und fürs Hormonsystem. Und das ist aus meiner Sicht ein Schlüssel für gute Gesundheit, der natürlich gerade in der Weihnachtszeit sehr in Gefahr ist, also die Leberfunktion, durch zu viel Fressen, zu viel Saufen und so weiter. Und wir schaffen Gleichgewicht. Das heißt, aus meiner Sicht würde ich jetzt nicht sagen, leb Weihnachten nur gesund und knabber an einem Grünkohlblatt und das soll es dann auch gewesen sein mit dem Weihnachtsspaß. Nee, aus meiner Sicht, wenn man es realistisch anpackt, schlagen die meisten, ich zum Beispiel auch, Weihnachten ein bisschen über die Stränge, was das Essen und Trinken angeht. Und dann ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, denn wir können auch ein Gleichgewicht schaffen. Wir müssen also nicht aus Sicht des Qigong nicht immer perfekt leben, sondern man kann auch manchmal sagen, okay, ich weiß, das ist jetzt gerade nicht so super für die Gesundheit, aber dann tue ich auch etwas, um das Ganze wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dafür bieten sich die Leberentspannungstage an. Und du glaubst gar nicht, wie viel Gedanken ich mir dazu gemacht habe. Es ist ja dann auch wieder so in Richtung guter Vorsatz fürs neue Jahr und so weiter. Und ich wollte dieses Geschenk machen von den Leberentspannungstagen. Also eine Anleitung, die über 3 Tage geht. Das werden 3 Videos, eine Miniserie sozusagen. Und diese Miniserie, die beginnt am 27. 27. Dezember, 28. 29. Also zwischen den Tagen. Und das soll dir sozusagen Vorlauf geben, dass wenn du mitmachen möchtest, kannst du das sozusagen als Neujahrsfasten dann als Vorsatz fürs neue Jahr machen. Und ich würde dann empfehlen, diese 3 Leberentspannungstage tatsächlich im neuen Jahr, vielleicht sogar am Anfang des neuen Jahres zu machen, wenn sozusagen die ganzen Festlichkeiten, Feierreihen vorbei sind und man sich fragt, was von diesem Scherbenhaufen hier noch übrig ist, genannt Körper. Und genau, da machen wir also am 27., 28., 29. Dezember, geht also schon bald los, eine Vorbereitung, dass ich dir kurz erkläre, was für Elemente hat diese Leberentspannung, was genau kannst du machen, die Methoden, die Techniken, so dass du dich für 3 Tage, das kann man sehr schön auch mit dem Wochenende kombinieren, dass du ja da zum Beispiel Freitag, Samstag, Sonntag das machst und dann fällt kaum jemandem auf, dass du 3 Tage entgiftet hast und deiner Leber was Gutes getan hast. Aber dir wird es auffallen und du wirst spüren, ah ja, das tut richtig gut, die Leber mal wieder ein bisschen einzurenken und all die Beanspruchungen vom ganzen letzten Jahr vielleicht und auch der ganze emotionale Stress, der damit zusammenhängt. Denn es geht ja nicht nur um Saufen und Fressen in der Weihnachtszeit, sondern auch, dass wir fast alle ein Jahr hinter uns haben, was auch emotional und psychisch sehr stressig war und sehr anstrengend. Und auch da kann man sagen, das schlägt immer sehr auf die Leber. In der Leber werden die Emotionen gespeichert oder auch kontrolliert. Und auch alles, was man so unterdrücken muss an Gefühlen, das hängt ganz oft mit der Leberthematik zusammen. Und genau deswegen ist es aus meiner Sicht Gold wert, wenn man hin und wieder sich mal 3 Tage um die Leber kümmert und sozusagen als Gesundheitsvorsorge, aber auch um psychisch einiges zu verdauen, wo man manchmal gar nicht so weiß im Alltag, ob das einen wirklich so mitnimmt, weil man es unterdrücken kann oder so viele andere Dinge wichtig sind. Aber wenn man mal Zeit hat und der Leber Raum lässt, dann kann es schon mal sein, dass da Wut hochkommt oder Trauer, dass da sich was entknotet an Emotionen innerlich. Also auch da meine Empfehlung schon mal vorneweg. Wenn du Lust hast, diese Lebertage mitzumachen, dringende Empfehlung, wirklich ein geniales Weihnachtsgeschenk aus meiner Sicht, dann stell dich auch schon mal darauf ein, dass du da nicht ganz wichtige soziale Termine oder Familientreffen hast, genau in der Zeit, sondern dass du da eventuell auch einen Raum dafür hast, einen inneren Raum, dass wenn sich Gefühle lösen wollen, dass die das auch können. Und keine Sorge, im Zweifelsfall liegst du dann nicht 3 Tage weinend auf dem Boden zusammengekrümmt und so. Das sollte normalerweise nicht so aussehen, aber schon, dass du dir selber signalisieren kannst, wenn
da irgendwas kommt, dann kannst du dir auch die Zeit nehmen und mal sagen, so, ich brauche mal eine Stunde für mich, ohne dass es jemanden aufregt oder verwundert. So, und ich hoffe, du freust dich mit mir zusammen drauf, auf diese Leberentspannungstage, denn ab dem 27., wie gesagt, geht die Anleitung los, die Miniserie, und dann starten wir ins neue Jahr mit Gesundheit. Wie geil ist das denn? Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.